Schauen wir mal. Der Phil von Fanbranch. Ich habe mal wieder ein neues Thema mitgebracht, was gar nicht so neu ist, weil jeder hat sich damit schon mal beschäftigt, der Plugs trägt. Also ich habe mich mal umgeschaut und untersucht, was das beste Material sein kann, für wen, und habe die Vor- und Nachteile von allen aufgezählt. Und das habe ich in einem wunderschönen Artikel zusammengefasst, und alle, die keinen Bock haben, Artikel zu lesen, können sich jetzt dieses Video hier anschauen, da werde ich das alles ein bisschen zusammenfassen. Also erstmal ganz allgemein zum Einkauf von Plugs und Tunneln. Du solltest natürlich erstmal ganz wichtig darauf achten, dass die Qualität stimmt, dass die Verarbeitung gut ist, dass keine Risse drin sind, keine spitzen Kanten, Ecken, sonstige Sachen. Ist natürlich ganz wichtig, dass du deine Haut nicht verletzt und dass da irgendwelche Sachen passieren. Daher ist erstmal grundsätzlich darauf zu achten, dass die Produkte im Prinzip von guten Herstellern kommen, von Leuten, die wissen, was sie tun, die Ahnung davon haben, wie sie das Material ihrer Wahl verarbeiten und letztendlich auch dir keinen Scheiß verkaufen. Dann ist mir noch aufgefallen, dass die Breiten der Plugs auch alle ziemlich unterschiedlich sind. Ich habe eine Größe bestellt, also den Durchmesser, ein 18 mm für meine Größe im Prinzip. Und da habe ich bei meiner Testbestellung festgestellt, dass die in der Breite alle ultra unterschiedlich sind, was natürlich dann letztendlich dafür sorgt, dass es gar nicht richtig im Ohr sitzt und passt, manchmal dann übersteht oder teilweise vielleicht auch zu flach sein kann und zu eng wird, was dann auch nicht so gut sein kann. Von daher ist darauf auch zu achten, dass man natürlich auch eine Auswahl bei der Breite hat, was wiederum sehr selten ist. Also fangen wir an mit Horn. Das ist ein sehr schönes Material, weil das ziemlich glatt ist, lässt sich sehr gut verarbeiten. Und ist ein Naturmaterial, letztendlich nicht für Veganer geeignet. Natürlich ist ein Naturprodukt vom Tier, also vom Rinderhorn und Büffelhorn, solche Sachen werden hier verarbeitet. Und deswegen ist es an sich ein schönes Material, aber natürlich nicht für alle geeignet. Auch hier Naturmaterial, muss man natürlich aufpassen, dass keine Risse und Kanten drin sind. Und auch bei der Verarbeitung muss man teilweise aufpassen, dass die Ecken nicht zu spitz sind und so. Also da sich einen Hersteller raussuchen, der eine gute Qualität liefert, und da kann man dann beherzt zuschlagen, wenn man auf das Design steht. Der große Vorteil ist, die Atmungsaktivität bleibt bei dem Material erhalten. Das ist natürlich auch wichtig, damit der Feuchtigkeitsaustausch stattfindet und die Ohren nicht anfangen zu müffeln und solche Sachen. Das will man natürlich immer vermeiden. Pflege ist natürlich nach wie vor auch hier angesagt. Man muss ein bisschen gucken, dass man das Material vielleicht ölt und immer mal schaut, dass die Sachen nicht reißen und nicht zu trocken werden. Horn hat ein ziemlich leichtes Gewicht. Es ist jetzt nicht sonderlich schwer, von daher wird es nicht ungewollt irgendwie deine Ohrlöcher dehnen. Ist auch durchaus noch ein Vorteil, würde ich sagen, als Material für dich. Also als nächstes haben wir Stein. Stein ist ein sehr schönes Naturmaterial. Das gibt es natürlich in allen Farben und allen möglichen Variationen. Von daher kann man jetzt hier ein Beispiel reinhalten, aber das ist nicht stellvertretend für alles andere. Da gibt es eine riesenbreite Auswahl und jedes Teil sieht anders aus, weil es natürlich ein Naturmaterial ist. Das kennen wir von Holz. Deswegen hier ein kleines Beispiel. Was die Hautverträglichkeit von Stein angeht, hast du natürlich den Vorteil, dass es teilweise geschlossenporig ist. Das heißt, die Haut kann relativ schlecht atmen. Man hat teilweise eine leichte Geruchsbildung, je nach Material auch. Das kann sehr variieren. Es gibt sehr geschlossene Steine, es gibt offene Steine. Also da gibt es alle Möglichkeiten und alle Variationen. Was die Temperaturempfindlichkeit angeht, haben wir natürlich ein sehr dichtes und schweres Material, was also heißt, dass bei kalten und warmen Temperaturen der Stein die Temperaturen sehr gut überträgt, was wiederum heißt, du spürst es irgendwann an deinem Ohr. Da muss man natürlich ein bisschen bei bestimmten Wetterbedingungen im prallen Sonnenschein und im kalten Winter ein bisschen darauf achten, dass man entweder was drüber zieht oder ein anderes Material trägt. Bei extremen Temperaturen, bei normalen Temperaturen ist das natürlich immer gar kein Problem. Was Öko- und Nachhaltigkeit angeht, haben wir auch Schwierigkeiten herauszukriegen, was
im Prinzip, wo die so herkommen, weil da gibt es unzählige Hersteller und die produzieren auch alle nicht in Deutschland, zu einem sehr, sehr großen Teil. Ich habe auch da wiederum Schwierigkeiten gehabt, jemanden zu finden, der in Deutschland Sternplugs herstellt. Da hat man es im Prinzip relativ schwer, auch einen guten Hersteller zu finden letztendlich. Aber es gibt sicherlich auch gute Steinschleifereien, die eine gute Herkunft anbieten. Ich habe sie nur noch nicht gefunden. Vielleicht auch hier wieder, vielleicht kannst du mir helfen. Falls du eine Idee hast, bin ich natürlich immer sehr, sehr gespannt auf Kommentare und freue mich natürlich, wenn du mir da weiterhelfen kannst. Ich habe das halbe Internet durchforstet für mich gefühlt, aber vielleicht habe ich ja irgendwas noch nicht gesehen. Von daher freue ich mich auf Rückmeldung. Also auch hier Naturmaterial sollte man natürlich, was die Hygiene angeht, ein bisschen aufpassen. Das ist auch wieder ein offenporiges Material, das sollte man aufpassen, dass man nicht mit frisch gedehnten Stichkanälen oder mit Ohrläppchen, die noch nicht abgeheilt sind, daran geht, sollte man auf jeden Fall vermeiden. Wieder Hygienebedenken sollte man auf jeden Fall drauf achten. Genau. Ach so, und sie sind ziemlich schwer. Auch hier gibt es natürlich leichten Stein und schweren Stein, aber grundsätzlich die meisten Steine, die für Plugs und Tunnel benutzt werden, wie Rosenquarz und solche Sachen, die sind relativ schwer. Von daher sollte man auch da darauf achten. Es kann sein, ab bestimmten Durchmessern, dass tatsächlich die Ohrlöcher weiter gedehnt werden, was natürlich nicht immer der Wunsch ist, dass man dann immer weiter wechselt auf die nächste Größe und die nächste Größe. Deswegen ist das nicht unbedingt zu empfehlen, wenn man seine Größe beibehalten möchte. Also, ich habe gerade beim Schneiden festgestellt, dass das Video unglaublich lang wird. Von daher wollte ich die ganze Sache etwas abkürzen und mache mehrere Teile daraus. Von daher, das war der erste Teil zu Horn und Stein. Und es geht demnächst weiter mit den nächsten Materialien, worauf ich mich auch schon sehr freue. Ich freue mich unheimlich, wenn du irgendeinen Vorteil aus meinen Informationen ziehen kannst und freue mich natürlich, wenn du, ja, mir hilfst, die ganze Botschaft hier zu verbreiten. Und vielleicht hast du ja tatsächlich einen guten Hersteller für mich, den du mir empfehlen kannst in Horn und Stein. Da bin ich natürlich immer interessiert. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag. Bis bald. Peace.